Von allen Seiten kamen die spuckenden Riesentausendfüßler auf uns angekrochen und spuckten mit irgendeinem Giftzeugs auf uns drauf, ganz schön ekelhaft. Wir wurden allerdings davon kaum getroffen oder wenn wir getroffen wurden, auch kaum verletzt. Alles gut, alles bestens. Anscheinend waren wir ganz gut geschützt und haben unsererseits wiederum die echt schnell fertig gemacht. Ach, schaut mal, wie hübsch, seht ihr das? Diese vielen bunten Schmetterlinge auf der Wiese, traumhaft. Da vergisst man doch glatt den Ekel und die Angst vor Rieseninsekten. Also ich zumindest, ich habe die durchaus, aber herrlich gelb, orange und blau flattern diese harmlosen Insekten da hin und her. Wie gut, dass es in diesem Spiel, hoffe ich zumindest, keine spuckenden Riesenschmetterlinge gibt, die dann von allen Seiten im Sturzflug auf uns einstürzen würden. Das fände ich dann noch ein bisschen ekliger. Ekliger nicht unbedingt, aber beängstigender als diese Riesentausendfüßler. Im Nahen hätte ich den Kampf ein bisschen anders gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass in dem Augenblick, wo man einen angreift, alle sich auf einen stürzen, dann hätte ich diese Fernkämpfer, dieser spuckenden Insekten halt, und wenn ich gewusst hätte, dass sie so wenig aushalten, dann hätte ich meine Truppe aufgesplittet. Dann hätte ich jeweils einen, dann hätte ich Valerie hier vorne hingeschickt zu den beiden. Die bekommen dann ja Gelegenheitsangriffe auch, sobald die spucken. Und hätte ansonsten auf jeden unserer Damage-Dealer, Schadensausteiler, Amiri und Fighting Bull, auf jeden Gegner einzeln losgelassen, irgendwas in der Art halt gemacht. Und Lindsay hätte ich natürlich nicht die Hypnose singen lassen. Das war einfach ein Cookfehler. Da habe ich nicht drauf geachtet, dass sie gar nicht mit der Armbrust geschossen hat, sondern versucht hat, Insekten zu hypnotisieren. Welch Wunder, dass das nicht klappt. Nein, es war kein Wunder. Was ihr nicht sehen könnt, weil es nicht mit ausgezeichnet wird, aber ich, dass ich diverse Punkte bekomme auf Steam, dass es in Richtung Achievement sammeln geht. Sammelt ihr eigentlich Achievements bei Steam-Spielen? Gefällt euch das? Mögt ihr das? Bedeutet euch das was? Mir persönlich fällt das eigentlich nur dann auf, wenn die aufploppen und im Bildschirm angezeigt werden, aber ich kann mich kaum daran erinnern, dass ich bei vielen, na, hin und wieder mache ich das, aber nur ganz selten, dass ich bei Spielen in der Steam-Bibliothek mal nachgucke, was ich da an Bildchen freigeschaltet habe und an Auszeichnungen. Ist das bei euch auch so oder seid ihr Achievement-Sammler? Postet das gerne mal auf YouTube. Kann ich irgendwann da mal durchlesen, eure Kommentare. Noch nicht. Immer noch das Problem. Ich weiß noch nicht. Ich zeichne alles hier auf Vorrat auf. Es ist noch nicht so weit, dass ich Internetzugang hätte. Und ich, wenn ihr wüsstet, wie viele Videos ich in den letzten anderthalb Tagen aufgenommen habe, die darauf warten, hochgeladen zu werden. Vor allem bei Civilization 6. Kommen wir hier hin? Ich gehe ein Stückchen hier noch weiter. Ja, wir haben den Weg gefunden zu den wassergetränkten Tieflanden. Ja, ich möchte die betreten. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Oh, das ist interessant. Wir marschierten lange über die Heide, notiert Lindsay, konnten aber nichts Besonderes ausmachen. Schließlich entdeckten wir ein grünes Tiefland mit mehreren Quellen in der Nähe, die an einem weiteren Hügel hinabflossen. Und dort, in einiger Entfernung, in der Mitte des üppig bewachsenen Tieflandes, stand ein einzelner vertrockneter Baum, ein wahrer Riese. Sein großartiger Umriss erinnerte an eine Tierpfote, die nach dem Himmel griff. Aber das eigentlich Bemerkenswerte war, die flache Ebene war bedeckt mit merkwürdigen dunklen Höckern, etwa mannsgroß und in großer Anzahl verteilt. Ups! Also, da denke ich natürlich, oh Gott, wenn wir diese Ebene betreten, die überraschenderweise eine flache Ebene ist. Wer hätte das gedacht? Wusste ich gar nicht, dass es auch flache Ebenen gibt. Na okay, das war ein ganz schlechter Gag jetzt auf Kosten der Texter, die sonst so gute Arbeit hier ableisten. Das war hier ein weißer Schimmel, die flache Ebene. Aber zurück zum Thema. Diese dunklen Höcker, sind das eventuell irgendwelche Kreaturen, die sich auf die Ebene drauf gewendet haben und die dann verzaubert werden, so wie damals, wie war das nochmal, Odysseus, der hat doch bei seiner Reise auch irgendwie, da wurden seine Gefährten wurden in Tiere verwandelt, in Schweine, glaube ich, oder wurden die irgendwann auch mal in Steine verwandelt. Es hat auf jeden Fall sicher irgendwelche Märchen und Sagen und Legenden in der Menschheitsgeschichte gegeben, wo genau das schon mal passiert ist. Das habe ich als Kind sicher mal aufgeschnappt, irgendwo. Ja, natürlich beschließen wir, das Tiefland zu erkunden. Neugierig wie wir sind, allein Lindsay schon, sie durstet danach, die Heldentaten von Fighting Bull zu notieren. Je weiter wir gingen, desto weicher wurde der Boden. Schritt für Schritt wurde das Heidegras abgelöst durch Moos, niedrige Büsche und Farne.
und schließlich kamen dunkle Pfützen stinkenden Sumpfwassers hinzu. Der schlammige Untergrund zog an unseren Füßen und schon bald sprang unsere Gruppe von Grasbüschel zu Grasbüschel. Endlich erreichten wir die erste Gruppe der seltsamen Höcker und erkannten, dass es sich dabei in Wahrheit um Behausungen handelte. Wir bewegten uns vorsichtig weiter auf die Mitte des Tieflandes zu und dort begann dann erst der richtige Sumpf. Auf dem Weg zu dem geheimnisvollen Riesenbaum sahen wir die Silhouette einer weiteren Hütte, die allerdings viel größer war und von kleinen Lehmstatuen umringt. Wie hoch sind unsere Naturwerte? Amiri kommt auf 7, also wir haben keine hohen. Bei den meisten haben wir höhere Werte als Amiri mit ihren 7. Das ist ein bisschen kläglich. Wir könnten es trotzdem riskieren. Wir machen es mal der Reihe nach. Wir versuchen erstmal, dass wir uns absichern, dass keiner von uns da absäuft im Sumpf. Ja, hat geklappt. Recht seht ihr, was ich hier erzähle. Die kleine Lindsay, die muss ihre Bardenklampfe über ihrem Köpfchen tragen und versinkt bis zum Bauchnabel in dieser stinkenden Brühe. Schönes Bild. Wir gingen langsam, bedachten jeden Schritt und blieben so weit wie möglich auf trockenerem Boden. Doch je weiter wir kamen, desto schwieriger wurde es und schon bald warteten wir durch hüfthohes Schilf. Frösche quakten laut, während wir beunruhigt in das trübe Wasser starrten, um zu erkennen, welche Schatten dort über den Grund glitten. Häufig stolperten wir, verloren das Gleichgewicht, doch dank unseres zuverlässigen Seiles und der Hilfe unserer Freunde gelang es uns, dem Moor zu entkommen. Wir erhalten Erfahrungspunkte und was passiert? Das unersättliche Moor gurgelte uns hungrig nach. Was für ein schön formulierter Satz. Echt hübsch, ich nehme alles zurück, was ich eben an bösen Worten verloren habe, wunderschön formuliert. Wir blickten nicht zurück. Durchnässt und erschöpft schafften wir es schließlich auf festen Boden und vor uns erhob sich eine Art Palast. Eine geräumige Hütte aus Lehm, wie die übrigen, aber verziert mit Kieseln, Knochen, mit Schilfrohren und Schneckenhäusern. Vor dem Palast befand sich ein breites, seichtes Becken. Das grüne Wasser darin reflektierte die Blätter großer Farne und primitive Lehmfiguren. Das Summen der Mücken war beinahe ohrenbetäubend. Wir waren nicht mehr weit von der Mitte des Sumpfes entfernt und ein fester Weg führte direkt durch das dichte Gebüsch. An seinem Ende erhob sich der große, vertrocknete Bau mit Macht nach oben und kratzte am Firmament. Herrlich formulierter Text. Echt schön. Ein Genuss, sowas vorzulesen. Wunderbar. Ganz toll. Wissen Welt. 17 müssen wir erreichen. Das ist verdammt viel. Octavia hat 10. Das ist das Höchste, was wir mitbringen. Wir untersuchen natürlich mal die Lehmfiguren und schauen mal, was geschieht. Ja, hat geklappt. Glubschaugen, flache Köpfe ohne Hals, Ohren oder Kinn, hässliche lange Beine, gebeugte Körperhaltung. Diese Skulpturen konnten nur das Werk von Boggarts sein. Primitive, grausame Boggart-Stämme bewohnen schon seit Urzeiten die Sümpfe von Garund und Avistan. Sie sind rücksichtslos gegenüber anderen und gegenüber sich selbst und werden angeführt durch die dunklen Instinkte ihrer wahnsinnigen Priesterkönige. Bekannt ist auch, dass sie in den Becken in den Häusern Fische züchten. Das Summen der Mücken war beinahe ohrenbetäubend. Wir waren nicht mehr weit von der Mitte des Sumpfes entfernt und ein fester Weg führte direkt durch das dichte Gebüsch. An seinem Ende erhob sich der große, vertrocknete Bau mit Macht nach oben und kratzte erneut am Firmament. Erfahrungspunkte noch mehr. Sollen wir einen Blick hineinwerfen in die Hütte? Oder trauen wir uns nicht und gehen weiter, obwohl wir dem Ziel schon so nah sind? Oder verschwinden wir ganz? Lindsay ist dabei. Wenn es irgendjemand gibt, der von Neugier birst und berst und barst,
Wir reden ja hier, wir erzählen die Geschichte ja in der Vergangenheit. Das ist alles schon passiert, was Lincia sich notiert hat und was ich vorlese. Wenn es ein solches super neugieriges Wesen gibt, dann ist das Lincy. Ich bin mir sicher, sie hat damals uns alle gedrängt, dorthin zu gehen, in die Hütte und einen Blick zu riskieren. Dieser Palast war doppelt so hoch wie die übrigen Hütten und sein Eingang war so breit, dass ihn drei Männer nebeneinander durchschreiten konnten. Och, wie schade. Da kann er weder Octavia mit, noch Lincy, noch Amiri, obwohl sie so eine gute Kämpferin ist. Das wäre ja bitter. Und auch Valerie kann nicht mit. Wir haben nur zwei Männer in unserer Gruppe. Zwei? Genau. Wir haben nur unseren Fighting Bull und unseren Kleriker. Das ist ja ein Frauenteam, unfassbar. Zurück zum Thema. Sein Eingang war so breit, dass ihn drei Männer nebeneinander durchschreiten konnten. Klammer auf, leider haben wir nur zwei dabei. Die Wände waren verziert. Ein unbekannter Baumeister hatte Zeichnungen in den Lehm geritzt, als er noch feucht war. Die verblasste Krakelei stellte große Amphibien dar, die kleinere Figuren verschlangen, einige mit Froschkopf, andere nicht. In dreien der vier Zimmer befanden sich große Löcher voller Wasser, genau wie in den übrigen Behausungen, nur dass hier in den Boden gehauene Stufen hineinführten. Das sind diese Becken der Boggarts, über die wir eben schon einiges gehört haben. Im hintersten Raum hing Ausrüstung an den Wänden, Lederrüstungen, Speere, Keulen. Zu unserer Überraschung war einiges noch gut erhalten. Die Hütte war fraglos verlassen, also hatten wir keine Bedenken, einiges davon mitzunehmen. Ach, als ob wir jemals irgendwelche Bedenken bei unseren Abenteuern gehabt hätten, hier irgendetwas zu rauben. Nicht umsonst führt uns unser Weg doch durch die Raublande. Das Summen der Mücken war beinahe ohrenbetäubend. Das ist doch immer noch dasselbe, der Text da drunter, den habe ich schon so oft vorgelesen. Wir bekommen jetzt schon mal ein Kurzschwert, eine Lederrüstung und 137 Goldmünzen. Vielen Dank, das hat sich gelohnt. Wir gehen weiter. Wir sind unserem Ziel doch schon so nah. Es war förmlich ein Genuss, wieder den bekannten Pfad zu beschreiten. Wir stellten uns vor, unsere durchnässte Kleidung wäre trocken und sofort hob sich die Stimmung. Die Büsche am Wegesrand schienen uns freundlich zuzuwinken. Hallo, mit ihren saftigen grünen Blättern und den leuchtenden roten Beeren. Ein frischer Wind vertrieb den Gestank der Fäulnis. Und schließlich fühlte es sich an, als brächten wir den Sumpf bald hinter uns. Doch dann erstarb der Wind. Und die zornigen, die dornigen Zweige bewegten sich immer noch und wir hörten einen lauten Schrei. Octavia, die nach hinten sicherte, deutete auf eine wogende, kriechende, grüne Mauer, die den Pfad hinter uns ausfüllte. Das Dickicht um uns herum erwachte zum Leben. Seine Äste streckten sich mit einem leisen Rascheln nach uns aus. Pflanzensaft trat aus den Dornen aus und leuchtete im smaragdgrünen Halbdunkel. Der Weg verschwand. Wir konnten nicht mehr zurück. Und die freie Lücke vor uns schloss sich ebenfalls. Was tun? Was ist unser Trumpf? Stärke oder Beweglichkeit? Lincy hat eine Beweglichkeit von 14. Das sollte hier zählen. Stärke? Viele unserer Leute sind stark. Wer hat den höchsten Stärkewert? Ich denke, Valerie, wie hoch ist der? Ich weiß es nicht. Sollen wir alles durchhacken? Oder sollen wir rennen, so schnell wir rennen können? Dann taumelt Valerie hinten nach, weil die hat so schlechte Beweglichkeitswerte. Das ist echt eine Katastrophe. Die schleppt so eine schwere Rüstung mit sich rum. Viele von uns sind... ich bin hin und her gerissen. Was ist entscheidend? Der Wert des Besten in der Gruppe? Oder ist das hier eine Falle und die mit den niedrigsten Werten bleiben zurück? Ich weiß es nicht. Ich kann nur raten, was soll unser Fighting Bull als Befehl geben? Ich denke, der höchste Wert unserer Gruppe zählt. Aber da kommen wir doch locker drüber. Oder dran. Wir haben drei Leute mit hohen Stärkewerten, die gut hacken können. Das sind Valerie, Amiri und unser Fighting Bull. Das ist relativ viel, finde ich. Der Beweglichkeitswert. Ich hab's nicht genau im Kopf. Octavia ist die zweitbeste in Beweglichkeit. Die hat gerade mal 8 Beweglichkeitspunkte. Lincy mit 14. Wir hacken.
Wir machten es mit roher Gewalt, wir zogen unsere Schwerter und versuchten uns einen Weg mit nackter, mit roher Gewalt zu bahnen. Ja, es hat geklappt. Wir zogen unsere Schwerter, wir machten uns daran, den Weg freizuschlagen. Unser Stahl war dazu bestens in der Lage. Wie viele Zweige das blutrünstige Gebüsch uns auch entgegenreckte, wir machten daraus Kleinholz. Langsam aber sicher kamen wir voran. 18 Erfahrungspunkte und weiter, weiter, weiter. Schließlich erreichten wir nach einem endlos erscheinenden Lauf den vertrockneten Riesenbaum, der uns von Anfang an so fasziniert hatte. Und siehe da, in seinen Stamm war ein Götze geschnitzt, eine große gehörnte Kröte mit drei Augen. Ihre Kulleraugen ließen sie gleichzeitig grausam und dumm, ja beinahe idiotisch wirken. Das Maul stand halb offen und zeigte scharfe Zähne und mehrere Zungen. Tiefbraune Streifen liefen aus den Mundwinkeln herab. Igitt, ist das widerwärtig! Ist das ekelhaft! Was für ein widerwärtiger Götze! Ich hoffe, das hört der Dortmunder Fußballer nicht. Er könnte sich angespornt fühlen, aber ich glaube, er hat keine drei Augen. Ja, was tun? Was tun? Religion? Wir wären bis vor kurzem aufgeschmissen gewesen, aber unser Tristian hat 9 Religionswissenspunkte. Das ist gar nicht mal so schlecht. Rechtschaffen gut ist unser... unser Fighting Bull ist nicht rechtschaffen gut. Der ist rechtschaffen... Moment, lass mich nicht lügen. Der ist neutral gut. Neutral gut ist er. Wollen wir versuchen, den Götzen zu zerstören? Oder wollen wir herauszufinden mit unserem Wissen? Also die letzte Alternative kommt nicht in Frage. Das würde Lindsay niemals dulden, dass wir ja nicht versuchen, dass wir ja nicht unsere Neugierde nicht anbringen. Wir wagen es mal. Du schaffst das. Du schaffst das, Tristian. Versammle dein gesamtes religiöses Wissen und versuche zu erkennen, um was für einen Götzen es sich handelt. Tristian, sei klug, sei fromm, sei stark. Ja, es bestand kein Zweifel, das war Gugunta, die Meisterin des großen Sumpfes im Abyss der Dämonen. Gugunta? Ei. Ein Dämonenloch stinkender Sümpfe und die einzige Göttin der sumpfbewohnenden Boggarts. Sie tritt als Frosch mit vielen... Sie tritt als Frosch mit vielen Köpfen und noch mehr Augen und Zungen in Erscheinung. Die Boggarts stellen sie als riesige Königin ihrer Art dar. Ja, was denn jetzt? Frosch oder Kröte? Hey, das ist nicht dasselbe. Ich klicke auf jeden Fall. Was tun? Erfahrungspunkte kassieren, klar, aber... Oh, Zähigkeit. Ganz ehrlich, ich habe nicht den blassesten Schimmer, wer von uns... Zähigkeit ist ein Attribut, wer von uns da wie gut ist. Ich weiß es nicht. 18 scheint mir hoch zu sein und chaotisch böse ist unser Fighting Bull nicht. Oh Gott, er ergriff eine Libelle. Achso, hier, den Text habe ich noch gar nicht vorgelesen. Entschuldigt, es geht mir mit der Gaul geht mir mit mir durch. Ich gehe ja ganz mit. Doch was war das? Während wir den Götzen untersuchten, kam eine große hellblaue Libelle aus einem Loch in den Baum geflogen und ließ sich bei einem von uns einladend auf der Nase nieder. Das Ganze war überaus merkwürdig. Sie reagierte nicht auf unsere Bewegungen und schien sich dort, wo sie saß, ganz wohl zu fühlen. Sollen wir einer großen hellblauen Libelle trauen? Ich persönlich finde Libellen. Es geht ja die Sage um, die würden sich, wenn sie ganz ausgehungert sind, bisweilen selbst fressen. Ganz im Ernst. Die würden sich dann krümmen. Die sind ja ganz lang und dünn, haben einen langen, dünnen Leib und würden sich dann selber in den Unterleib beißen. Könnte auch eine Legende sein, mit der man kleine Kinder erschreckt. Ich habe sie als Kind oft gehört und mich hat das oft erschreckt. Ja, aber eine Libelle, die aus einem Baum rausfliegt, die einem Krötenfrosch der Boggarts gewidmet und geweiht ist, sollen wir die appetitlich oder gar lieblich finden? Also ich nicht. Also chaotisch böse sind wir nicht. Unser Fighting Bull, der wird nicht versuchen, die Libelle zu fressen. Er ist weder chaotisch noch böse. Wir laufen nicht weiter, das würde Lindsay nicht dulden. Sie will was zum Schreiben haben, zum Berichten. Rechtschaffen gut, passt ja so halbwegs. Wir sind zur Erinnerung neutral gut, das ist unser Fighting Bull. Und er findet, der Götze hatte eine böse Ausstrahlung, um es vorsichtig auszudrücken. Wir wussten, dass wir ihn zerstören mussten.
Eine derartige Obszönität konnten wir nicht untätig ignorieren. Wir zogen unsere Schwerter und schlugen auf das Gesicht im Holz ein und herausquoll schwarzes, klebriges Blut. Wir hörten einen enormen Donnerschlag und aus dem Nichts erhob sich dichter Nebel. Die Vögel kreischten aufgebracht. Kurz darauf folgte weiterer Donner und mit jedem Schlag, 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 wurde der Himmel dunkler und düsterer. Bald konnten wir die Sonne durch den Nebel nicht mehr sehen. Plötzlich wurde die Luft erneut erschüttert. Aber war das wirklich Donner oder war es die knarrende Stimme der monströsen Kröte? Unsere eisernen Klingen drangen weiterhin tief in das blutende Holz ein und am Ende waren von dem Götzen nur noch Splitter übrig. Der Nebel legte sich und es herrschte Stille. Plötzlich erkannten wir, dass alle Frösche im Sumpf verstummt waren. Wir seufzten erleichtert, drehten uns um und sahen, dass das fleischfressende Gebüsch verdorrt war. Zufrieden kehrten wir dorthin zurück, woher wir gekommen waren. Das waren unsere Abenteuer im wassergetränkten Tiefland. Was für eine Geschichte!